Glücklich scheint Özil bei der Ankunft in Singapur nicht auszusehen. In Deutschland erhitzt sich die Debatte um seine Vorwürfe immer weiter. Nun meldet sich der deutsche Grünen-Chef Robert Habeck zu Wort. Er sieht Innen- und Sportminister Horst Seehofer als mitverantwortlich für die Entfremdung vieler Deutsch-Türken und indirekt für den Rückzug von Mesut Özil aus der Nationalmannschaft. Wenn der Sportminister sagt, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört, dann ist das klar als Ausladung an alle muslimischen Spieler zu verstehen. Weiterhin sagt er, dass die Diskussion bereits mit Seehofers Aussage im März begonnen hat, als der behauptet, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, Deutschland ist durch das Christentum geprägt. Dazu meldet sich der parlamentarische Innenstaatssekretär Stefan Mayer von der CSU. Er widerspricht dem Gedanken und erklärt, dass Mesut Özil ein Einzelfall ist, den man nicht verallgemeinern darf. Außerdem ist es naiv von Özil, bei dem gemeinsamen Foto mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan zu denken, dass dies als unpolitisch gesehen wird. Verständnis für Özils Rassismusvorwürfe zeigt Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags Claudia Roth. Sie betont, dass wir uns mehr Gedanken darüber machen sollten, warum sich Menschen wie Özil, die hier geboren und aufgewachsen sind, derart ausgebürgert fühlen. Massiv kritisiert sie auch die DFB-Spitze, die etwas gegen die rassistische Anfeindungen gegen Özil hätte unternehmen sollen. Dieses Nichtstun zeigt, wie groß das Rassismusproblem wirklich ist.